So, liebe Leute, zum letzten Mal in diesem Jahr per Video. Wir haben den 29. Dezember, kurz nach 16 Uhr. Und wir stecken im Redaktionsschluss für das neue Heft, für die Februarausgabe. Ja, wenn ihr das jetzt seht, nee, dann habt ihr die noch nicht, aber dann ist sie schon im Druck. Also wir machen gerade letzten Sachen fertig und da möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, mich zu bedanken bei euch allen für ein tolles Jahr. Letztes Jahr um dieselbe Zeit haben wir hier gesessen und haben uns Horrorszenarien ausgemalt, was passieren könnte, wenn die Wirtschaftskrise und so weiter. Und naja, hatten auch einen Plan B in der Schublade, wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel das Festival oder ja, gewisse Investitionen, die wir dieses Jahr tätigen wollten, was wir dann auch gemacht haben, mit zum Beispiel besonderen Beilegern. Die 32 Seiten Teile im Heft zum Beispiel oder auch das Creator Live Album oder so eine Geschichte wie die King Diamond Story, wo wir natürlich auch finanzieren müssen, wo diese Dinge finanziert werden müssen und es da nicht immer Support gibt von außen oder von Plattenfirmen. Also in all diesen Fällen, die wir jetzt gerade genannt haben, gab es diesen Support nicht. Dann hatten wir auch noch die Idee in der Hinterhand, Sonderhefte zu machen dieses Jahr und haben mit Maiden und Motorhead die ersten beiden gemacht. Im Grunde genommen ist es eine Sache, die hier so ein bisschen aus Eigennutz entstanden ist. Sowas in der Richtung gab es noch nicht und naja, wir wollten das gerne selber haben. Also als ja, Maiden-Fan hätte ich einfach gerne eine Sammlung gehabt von allen Sachen, die von Maiden im Laufe der Jahre bei uns im Rockart erschienen sind. Und ich dachte, das wäre eine coole Sache, das aufzuwerten mit aktuellen Interviews und Stories und Kritiken und so weiter. Und ja, wir sind einfach von uns ausgegangen, wir würden sowas gerne haben. Also haben wir gedacht, vielleicht ist es bei euch genauso. Ja, das Ding ist toll gelaufen. Danke dafür. Und deswegen haben wir Motorhead dann auch nachgelegt, sonst hätten wir gar kein zweites machen können. Ob es jetzt noch mehr Hefte dieser Art gibt, liegt daran, ob wir das zeitlich umsetzen können. Sind natürlich Produktionen, die neben den normalen Heften laufen. Aber gut, damit will ich euch gar nicht langweilen. Das wird euch nicht interessieren, wie hier der Arbeitsaufwand für solche Sachen ist. Sondern ich möchte mich einfach bedanken, dass das Ganze toll gelaufen ist und dass das Jahr so erfolgreich war. Auch dass das Festival ausverkauft war und dass ihr uns die Treue gehalten habt, was nicht immer selbstverständlich ist, weil wir merken selber im Portemonnaie, dass das Geld weniger wird und dass der Euro eben nicht mehr 2 Mark wert ist, wie das mal ursprünglich mal sein sollte. Und dass immer mehr Platten erscheinen, die Konzerte immer teurer werden, das Merchandise immer mehr kostet und trotzdem möchte man es anziehen. Ne? Übrigens hier, Merciful Fate 83. Passt mir zwar nicht mehr, aber ist alt und original. Ja, wie gesagt, tausend Dank für ein tolles Jahr und wenn 2011 genauso wird wie 2010, dann fange ich jetzt schon an zu feiern. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann fange ich jetzt schon an zu feiern. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, natürlich Gesundheit vor allem und Erfolg bei allem, was ihr euch vornehmt. Und ich wünsche uns allen, dass das Jahr so ereignisreich wird wie 2010 mit so vielen tollen Events. Ich denke da natürlich vor allem an die Festivals, die großartig waren dieses Jahr. Vom Keep It True bis zum, tja, von mir aus Wacken. Auch wenn Wacken nicht mehr Rockhard-Baustelle ist, wir haben das ja früher präsentiert, das wisst ihr, und haben uns dann irgendwann da rausgezogen. Gut, aber natürlich gibt es auch hier im Hause Leute, die sich auf Wacken freuen und das möchte ich auch nicht in Abrede stellen oder kleinreden. Egal, also von klein bis groß, es gibt so viele tolle Festivals, wo man Spaß haben kann und ja, wenn das in den nächsten 12 Monaten genauso abläuft wie in den vergangenen 12 Monaten und einige Helden weniger abtreten müssen, das wäre schön. Dann glaube ich, haben wir alle Grund, in 12 Monaten uns wieder zusammenzusetzen und Danke zu sagen. Und ja, wäre schön, wenn es so kommt. Ja, ich möchte das Ganze jetzt nicht traurig beschließen. Deswegen sage ich jetzt nicht zu Dio und Pete Steele und anderen Todesfällen. Der letzte war jetzt Armando Acosta von St. Vitus, den wir auch als Kumpel gut gekannt haben. Sondern wie gesagt, möchte das Positive betonen. Das Jahr war super. Danke nochmal dafür und bis bald. Tschüss.